ein Klempner von Beruf. Ein dreifach Hochten, der dies goldene Handwerk schuf. Denn auch in den größten Nöten gibt es immer was zu löten. Immer wieder gibt es Pannen an WCs und Badewannen. Ich bin Klempner von Beruf. Auch Bertel ist Klempner von Beruf. Seine Aufgabe, dass Wasser aus dem Hahn kommt. Und nur aus dem Hahn. Im Keller unserer Villa kommt's aber überall raus. Ein Fall für 0-0 Bertel. Einfach hoch, dem der dies goldene Handwerk schuf. Selbst in schweren Wirtschaft. Mein Lockvogel macht einen auf Maklerin. Und Bertel glaubt ihr sofort. Und Sie sind qualifiziert, oder? Ja. Na, dann kommen Sie mal bitte rein. Dann können Sie mich ja nicht blamieren heute, oder? Hoffe nicht. Sehr schön. Sie wird nicht blamiert, aber er. Denn natürlich haben wir da mal was vorbereitet. Ja, genau. Aber das haben Sie ja bestimmt gleich im Griff, oder? Ja. Dauert nicht lange? Ich bemühe mich. Vorbildlich. Also hopp, hopp, raus auf die Straße. Hauptwasserhahn absperren. Dann Restwasser raus. Bisschen viel Rest. Läuft bei dir, Bertel. Und zwar, weil wir das Wasser einfach wieder aufgedreht haben. Also, Bertel wieder raus. Hahn wieder zu. Feste. So. Und wieder rein. Wir warten ein bisschen, damit es sich so richtig lohnt und Hahn wieder auf. Splish, splash, I was taking a bath. Was denn jetzt? Rohr zumachen? Oder Haupthahn checken? Nee, lieber Rohr zumachen. Wir helfen Bertel bei der Entscheidung und drehen den Hahn wieder zu. Und wieder auf. Das macht Spaß. Er hat es geschafft. Ach, die Kundin wird begeistert sein. Ach, herrje. Aber Sie haben doch das Wasser oben abgeschaltet, oder? Ja, ja. Aber die Leitung ist von da bis nach oben. So eine Leitung. Und da ist so viel Wasser drin. Da ist sehr viel Wasser drin. Und warum haben Sie nicht gewartet, bis das Wasser alles weg ist? Weil der niedrigste Punkt war da, ist, und wir haben dann schon gemerkt, dass es übergeht. Machen Sie das dann überall so? Also ich würde das doch erst ablassen und dann, also wäre ja logisch, oder? Sie haben gesagt, Sie sind eilig. Alles, was er in der Ausbildung gelernt hat, zeigt er uns jetzt. Schrauben, schweißen, mal eben Material holen, bohren, messen und vor allen Dingen schwitzen. Und dann kommt auch noch Damenbesuch. Jetzt verstehe ich, wer der Grund ist. Sie sind aber an Schuld. Ich wollte mich jetzt abduschen. Ich muss meine Tochter vom Kindergarten abholen. Schauen Sie mich einmal an. Ich kann nicht einmal weggehen. Ich habe ja kein Wasser mehr im Haus. Der Hund hat sich erschrocken. Ich kann meinem Hund nichts mehr zu trinken geben. Können Sie mir das bitte erklären? Zu mir hat der Wassermeister gesagt, dass diese Aufgabe nur für dieses Haus ist. Ja, wissen Sie, ich bin die Nachbarin, ich habe Sie gesehen oben. Sie sind das Öftere nach oben und haben da irgendwas mit dem Wasser hat er gemacht, gell? Ja, genau. Und seitdem habe ich kein Wasser mehr und ich muss mich doch abduschen. Schauen Sie mich bitte an. Können Sie mir das erklären? Haben Sie eine Möglichkeit, wo ich mich abduschen kann? 10 Minuten bin ich fertig. In 10 Minuten, das... Naja, glaub ich nicht. Denn während Bertel unten gegen die Fluten kämpft, sorgt oben sein bester Kumpel Raimund für Nachschub. Und dieses Wasser ist braun und, sagen wir mal, es bietet auch was für die Nase. Puh. Der Bertel denkt sich wohl, was soll denn der Scheiß? Hilft nix, das muss die Kundin sehen und riechen. Oh, war das jetzt die Toilette? Ja. Okay, dann gehe ich nicht mehr auf die Toilette. Aber das hätten Sie mir zuvor sagen müssen, das wusste ich natürlich nicht. Ich habe es auch nicht gewusst. Ja, okay. Ich habe nicht gewusst, dass hier eine Verstopfung. Aber Sie sind schon vom Fach, oder? Ich bin vom Fach. Ja.
fragt sich nur, von welchem Fach. Okay. Also Sie sind ja auch ziemlich... Haben Sie vielleicht irgendwas zum Abwischen? Im Auto habe ich ein Fetzen, Tuch. Okay. Sie ist nicht zufrieden, er aber auch nicht. Ein bisschen schneller, wenn es noch geht, ja? Wissen Sie was? Ich kann mein Werkzeug zusammenpacken und kann fahren. Bitte was? Ich könnte mein Werkzeug zusammenpacken und könnte fahren. Oh, das wäre aber schade, dann wäre der Herr... Dann treiben Sie mich bitte nicht. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden zum Arbeiten fahren. Ja. Verstehen Sie? Ja, verstehe ich. Nerven Sie mich bitte nicht. Und in mein Auto klangen Sie nicht hinein. Das ist mein Auto. Ja. Ich werde uns nur filmen. Sie haben es vorhin gerade angeboten. Dass Sie von mir mitgehen. Ich gehe mit Ihnen mit und gebe Ihnen eins. Okay, okay. Ja, ne? Aber machen Sie jetzt, mir wäre wichtiger, dass die Arbeit fertig wird. Gründlich sein ist jeden Klempners Pflicht. Donnerstag war eine Leitung nicht ganz dicht. Mit dem Anziehen einer Mutter ist das längst noch nicht in Butter, denn wenn dabei eine Bogenschelle bricht, reduziert sich oft die Druckmanschette nicht. Ach, Bertel, weißt du was? Wir drehen einfach nochmal auf. Herr Bertel, was ist denn jetzt hier los? Jetzt hat gerade jemand vom Wasseramt angerufen. Ja. Wir haben sie wieder aufgedreht. Ich war nicht da. Ja, kann er nicht irgendwo anders herkommen, oder? Ich weiß es nicht. Sie haben mir doch vorhin versichert, dass Sie mich nicht blamieren. Ich wollte nur die Wasserjacke. Sie schrauben jetzt da überall rum und drehen überall rum, aber irgendwie passiert ja nichts. Haben Sie eine Idee? Nein. Ich habe keine Ahnung, wo die Wasserjacke kommt. Ich komme nicht mehr. Ich weiß aber, wo dieser Mann herkommt, nämlich von uns. Das ist der Leiter Wasserwirtschaftsamt. Mir hat jetzt gerade eine Nachbarin angerufen, im gesamten Bereich hier, die ganzen Häuser, das sind 1, 2, 3, sind 4 Häuser, die haben einen Druckabfall vom Wasser. Wir kriegen einen schlechten Ruf, weil da wohnen Prominente in der Gegend. Und Helene Fischer, alles was Rang und Namen hat, und die können jetzt nicht mal duschen. Die rufen bei alle an und sagen, Herr Leitner, da müssen Sie sich drum kümmern. Ja, jetzt sehe ich, dass Sie da überfordert sind. Überhaupt nicht überfordert. Ich weiß noch nicht, was in diesem Haus los ist. Ja, über zumal zwei Fachpersonal habe ich jetzt einmal. Herzlich willkommen in der Sendung. Und braucht man keine Klempner mehr? Na, dann werde ich halt Installateur. Liebe, verstehen Sie Spaß, Community, wenn ihr unseren YouTube-Channel abonnieren wollt, dann bitte hier klicken. Zum nächsten Video geht's da lang. Juhu!